Kasernen der Bundeswehr. Heute die Robert-Schumann-Kaserne in Mülheim. Sie ist militärische Heimat der deutschen Anteile, des Stabs der deutsch-französischen Brigade, des deutsch-französischen Versorgungsbataillons, der Stabs- und Fernmeldekompanie der DF-Brigade und des Sanitätsversorgungszentrums Mülheim. Und damit ein wichtiger Standort für die rund 6000 Soldatinnen und Soldaten umfassende binationale Brigade, in der ich selbst viele Jahre dienen durfte. Bevor wir loslegen, du bist oder warst selbst in Mülheim stationiert? Dann hau uns doch mal in die Kommentare, was den Standort besonders macht und worauf sich zukünftige Kameraden einstellen müssen. Wie sind die Stuben und was sollte man sich in Mülheim nicht entgehen lassen? Also los! Im Jahr 1936 wurde mit dem Bau der heutigen Robert-Schumann-Kaserne begonnen, die seit 1993 den Namen eines der Gründerväter der Europäischen Union trägt. Jean-Baptiste Robert Schumann war ein französischer Staatsmann mit ursprünglich deutscher Staatsbürgerschaft. 1886 als Reichsdeutscher in Luxemburg geboren, arbeitete er im Ersten Weltkrieg in der deutschen Verwaltung und kämpfte während des Zweiten Weltkrieges im französischen Widerstand. Später setzte er sich als französischer Ministerpräsident sowie als Außenminister für die Aussöhnung mit Deutschland ein und war Wegbereiter bei der Gründung der Europäischen Union. Schumann war auch der erste Präsident des 1958 gegründeten Europäischen Parlaments. Übrigens, wenn dich das Thema interessiert und du aktiver, ehemaliger oder zukünftiger Soldat bist, dann folge mir, um deinen Standort nicht zu verpassen. Wenn du bereits deinen BFD-Zeitraum planst oder bereits auf Jobsuche nach der Bundeswehr bist, checke jetzt dienstzeitende.de.